Ein wunderschönen guten Morgen aus Hamburg. Es ist der 8. Februar, 8:28 Uhr. Mein Name ist Carlos Martins und Sie hören uns live aus dem Traders Club Trading Raum. Und wir gehen jetzt direkt weiter und schauen uns die Blue Boxen einmal an. Wir sehen heute Morgen, wir haben ein Gap, eine Kurslücke. Freitags der Schlusskurs hier um die 74 herum und wir haben diese Lücke. Ja, deswegen Gap im Englischen, Kurslücke. Ja, schauen wir mal, ob wir die heute Morgen direkt schließen. 14.100 ist die erste direkte Big Number und die werden wir jetzt auch platzieren. 14.100. Wir schauen am Freitag, Arbeitsmarktzahlen haben wir ja nicht getradet und wir sehen, wir hatten einige kleine Blue Boxen dort. Und dann am Mittag hier um 9:33 Uhr diese 24er, die ist direkt in den Gewinn gelaufen. Dann gehen wir einmal auf die Vola-Boxen, ja, und schauen direkt mal rein bei den Vola-Boxen. Wo kommt der DAX rein? 14.106, das ist tatsächlich ein Big Number Trade. 14.106 Long und 14.091 Short. Das ist die aktuelle Box, also für den Damen und Herren, der einen Hedge-Auflösungstrade macht. Hat also die Möglichkeit, bei einer Big Number heute nach Regelwerk den Trade zu schließen oder aufzulösen. Und hoffentlich nicht so wie bei mir im neunten Trade. Ja, auch hier sind wir nochmal reingegangen in das Video und haben das nochmal analysiert. Also hätte, wenn und aber ich habe dort, bin zu spät reingekommen bei der Hedge-Auflösung, bei der Vola-Box, weil normalerweise wären wir nur bis zum siebten gelaufen und dann hätte ich wahrscheinlich auch nicht solche komischen Worte dort, die keiner so richtig identifizieren kann zwischen Portugiesisch, Englisch und ich weiß nicht was, Afrikanisch, keine Ahnung. Auf jeden Fall, wir sind ja bis zum neunten Trade gelaufen. Hätte ich das aber richtiger gemacht, also hätte ich nicht zu spät draufgedrückt, wären wir also nur bis zum siebten gelaufen. Also hier auch nochmal als Tipp, lass die Box richtig reinlaufen in die grüne Box, um dann richtig sauber dann auch verkaufen zu drücken. Das ist meine Erfahrung aus dem Trade von letzter Woche. Gehen wir jetzt in die Tagestrades rein und öffnen heute mit Silber. Wir sehen hier Silber nach wie vor. Wir hatten das Tief bei 25 jetzt am Donnerstag und wir sind wieder bei 27, also recht stabil. Gehen wir in den DAX rein und DAX sehen wir hier, wenn wir auf den Weekly Chart gehen, All-Time-High. Ja, All-Time-High im Weekly Chart. Also auch hier jetzt die Champagnerkorken. Im deutschen Aktienindex. Alles ist vorbei, Pandemie ist vorbei, alle gehen wieder raus und etc. Ja, verrückte Welt, aber Geld sucht sich seinen Weg und wir stehen hier mit Rekordniveau 14.137 und die Börse nimmt also vieles vorweg. Hier 14.137. Schauen wir uns die amerikanischen Märkte einmal an. Fangen wir an mit Öl. 57,33 auch stark. Technologiebörse Nasdaq All-Time High und S&P 500 All-Time High und Dow Jones als allerletzten All-Time. Heute Nacht ist wieder ein Stück zurückgekommen. Ja, aber wir sehen auch die amerikanischen Börsen feiern alle beziehungsweise steigen. Und wir gucken uns Bitcoin an. Kurz vor 40.000. Bitcoin dann auch davor. Also alles zieht an. Alle Märkte. Ja, Bitcoin jetzt auch wieder bei 39.371. Ist schön volatil, das Biest hier. Okay. 14.139 aktuell. Und das bedeutet, wir legen uns jetzt hier auf die Lauer. Die Falle ist erstmal platziert bei 14.107 als Big Number und das wird auch die Vola-Box sein. Wünsche allen, die jetzt dazugekommen, noch einen guten Morgen. Das heißt auch jetzt nochmal die Schaltung für alle YouTuber. Wir wechseln jetzt von der Big Number auf die Vola-Box. Warum das Ganze? Weil wir hätten sonst ein Klumpenrisiko.
Bedeutet, die erste Box für heute, den Montag, den 8. Februar, wird eine grüne Box voraussichtlich sein. 14.114 Long und 14.099 Short. YouTuber, die erste Box für heute, 8. Februar. Wir tauchen ein. Und Pending Box ist noch nicht scharf geschalten. Ihr seht es hier. Jetzt, so Guido, noch nicht rausgehen. Also noch musst du Ruhe bewahren. Ich kann da gut reden, weil ich nicht im Hedge bin. Ne? Aber alles jetzt ruhig. Und in dem Moment, wo du siehst, der Kurs geht nach oben, musst du dann auf Kaufen drücken oder Verkaufen drücken. Ja. Wenn du jetzt drauf drückst, dann hast du eben halt keine Wohlerbox. Dann bist du irgendwie... Hast du die Guido-Box? Ja? Man wird sehen. Alles gut. Ihr sagt gleich Guido, ja, Carlos ist aber nur Demo. Okay, wir sind Richtung Big Number. Big Number Trade haben wir gecancelt, weil wir uns für die Wohler-Boxen entscheiden. Das ist auch das Regelwerk oder auch Gesetz, dass wir, wenn eine Wohlerbox ist und wir sind short. Also, wir sind short im ersten Trade bei 14.099 und jetzt geben wir ja, dem Markt die Entscheidung, wo wir dann rausgehen. Also, wir sind short. Ich gehe einmal ganz kurz rüber zu den Christoph und guck mal, was Doppelboxen macht. Seid ihr schon im Gewinn? Oh la la, seht ihr? Okay, Statistik sagt bei der Wohlerbox maximal dritter Trade, eigentlich wenn es gut läuft, 1, 2, 3. Das heißt, man kann den ersten, wenn man so wie jetzt Pech haben, dass man den reingeholt wird vom Markt, aber da sollte der zweite oder spätestens der dritte ausbrechen. So sagt die Statistik, deswegen sagen wir auch, wenn du im fünften Trade abpatchst, hast du den sechsten, siebten und den achten. So, wir schauen uns das mal an, ob heute es wirklich so ist. Wir sind jetzt im zweiten Trade. Für uns bedeutet das, die nicht gehedged haben, wir gehen mal jetzt auf angepasst. Und wir sehen hier bei mir in meiner aktuellen Box, dass ich mein Stop-Loss ja genau bei 50 habe. Und jetzt schauen wir mal, wie sich die Reise hier entwickelt. Zweiter Trade bei 14.114. Dritter Trade liegt bei 99. MTX höre ich gerade von der Regie. MTX zu dicht am Daily Pivot, Amigo, Alexei. 44 wäre das normalerweise, aber MTX Short-Signal. So, ich bin schon zweimal Short. Ich kriege Ärger mit meiner Frau, wenn ich jetzt den dritten Short reinlege, weil dann gehe ich komplett gegen den Trend. Und ihr wisst das ja von Uli Hoeneß und von allen anderen, the trend is your friend. Ja, also wer noch nicht Short ist mit mir, der hat jetzt natürlich eine schöne Möglichkeit, oben an der Spitze Short zu gehen. Herzlich willkommen. Ich bin schon doppelt Short, deswegen muss ich mich ein bisschen zurückhalten, sonst kriege ich Ärger. So, 9.23 Uhr, die ersten 23 Minuten schon rum. Ja, wir sind im zweiten Trade in der Wohlerbox. Haben auf angepasst gedrückt. Was meinst du sehr effektiv? Auf angepasst, Detlef? Ah, okay. Hoffe ich zumindest. Oder es war ironisch wieder von dir gemeint. Das weiß ich ja immer nicht mit deinem Humor.
14.111. Berliner, ja. Ich bin Berliner, da guckst du, hier kriegst du wahr. So, alles recht ruhig. Wie gesagt, wir haben gesagt, wir könnten eventuell auch bis zum 3. oder im 3. jetzt nochmal laufen. Dann würden wir konform mit dem MTX-Signal gehen. Und jetzt kommt gleich die Stimme aus dem Off. Das ist ein klassischer Montag, der Kurs. Will sich nicht entscheiden. Okay, wir haben Zielmarke, Daily Pivot, unten da ist auch Gap Closing durchaus möglich, dass wir da in die Richtung gehen. Wie gesagt, er fühlt sich aktuell jetzt hier erstmal wohl. Wir sind im zweiten Trade. Ich glaube auch für die Damen und Herren, die die Hedge-Auflösung aktuell machen, alles noch entspannt. Gehen wir Richtung Ziel, gestrichelte Linie. So, wir sind in der gestrichelten Linie. Der Markt steht kurz vorm Landeanflug. 13.130. Im Gewinn und lassen den Trade laufen. Alle, die den Hedge-Auflösungstrade jetzt gemacht haben mit der Vola-Box, sind im zweiten Trade draußen. Guido und Co. Vierzehn eins neunundzwanzig und alles richtig macht, dann sollte ein Hedge-Auflösungstrade wirklich ganz entspannt vonstatten gehen. 14.129. So, und jetzt sind wir wieder im Gewinn. Dritter Trade läuft und auch für unsere Videoaufzeichnung hier auf YouTube. Die sind ja auch die Damen und Herren dabei. Wir gehen jetzt ein bisschen runter. Das Gap Closing wäre offiziell hier beendet. Ja, also das wird dann auch erstmal unsere Zielmarke sein für den ersten Eröffnungstrade und dann gehen wir weiter. So, 84 gehandelt. MTX, wir blicken einmal auf die MTX-Trader, die also das Risiko genutzt haben, hier bei der Spitze oben rauszugehen oder Short zu gehen, sind im Gewinn mit dem kleineren Stop-Loss. Also, dritter Trade. Wir werden jetzt im zweiten auch schon im Gewinn. Dreiundachtzig gehandelt. So, Zielmarke wären auch hier unten. Die untere Vola-Box ist bei 14.036. Dann müssten wir aber Strecke machen und wir müssten
unterm Daily Pivot hier kommen, aber wir sehen, wir sind mit 0,02 jetzt im Gewinn. Trade läuft. Wir sehen es jetzt. 76 gehandelt. Es ist 9.43 Uhr und Daily Pivot jetzt. Und wir haben 0,3. Gucken wir noch ein Stückchen, 0,4 und sind raus. Das war der Eröffnungstrade, meine Damen und Herren. 8. Februar, die Reise geht weiter. Wir nähern uns 900 Tage. Also unser Videotagebuch, da fehlen noch ein paar Tage jetzt. Dann haben wir ein Tagebuch mit 900 DAX-Trades zur Markteröffnung. Ja, also das war unser Trade heute. Daily Pivot gehalten, dreht jetzt und ja, wir bereiten uns jetzt gleich auf den nächsten Trade vor. Ich verabschiede mich jetzt erstmal bei den YouTubern. Wir hören uns und sehen uns morgen wieder und